So, und da sind wir wieder bei der Forest. Ich bringe hier gerade Holz nach oben zu dem Dach, damit wir das da auch endlich fertig haben. Und damit auch das Holzlager. Dürfte auch nicht mehr so allzu lange dauern, bis wir das fertig haben. Ich sag jetzt mal so, dass wir das entweder diese oder nächste Folge ohne. Also, wenn wir jetzt keine großartige Unterbrechung haben durch irgendwelche Gegner, würden wir das schaffen. Mit welchem Update wurde es eigentlich hinzugefügt, dass Mutanten wirklich nur noch richtig selten zu dir kommen im Vergleich zu früher, weil da war das ja immer so, dass die durchgehend ankamen, alle paar Tage, vor allem wenn du gepennt hast. Wann wurde es eingestellt, dass die nur noch wirklich kommen, wenn du ein bisschen von deiner Base wegläufst? Die spawnen halt nur, wenn du nicht in deiner Base-Nähe bist. Oder halt manchmal mit ganz zufälligen Dingen auch mal in der Nähe. Aber das ist so selten. Vor allem ist es halt meist so, dass du vorher auf eine Reise gegangen bist, irgendwo hinten hin. Und dann kommen die. Aber die kommen nur noch richtig selten, wenn du einfach so in deiner Base bleibst. So, lass mich raten. Jetzt kommen die einfach. Um das so ein bisschen reinzuwürgen. Da sind auf jeden Fall die normalen Typen. Und die können hier leider auch rüberspringen, ist das Problem. Und der da ist gerade einfach durch die Falle durch. Wie er das geschafft hat, weiß ich jetzt auch nicht. Wie viel brauche ich dafür? Ah, locker 60 oder so. Oder? Warum müssen hier immer so viele sein? So, ich will mal was ausprobieren. Mir wurde nämlich was geschrieben. Ne, bei mir brennen die noch. Also ich habe da kein Problem mit. Ich kann die noch anzünden. Mag die Animation. Obwohl ich sagen muss, das hat sich da jetzt verbuggt. Komm rein. Der attackiert jetzt. Komm her. Versucht die gerade nur so ein bisschen da wegzukriegen. Das sind nämlich ein bisschen zu viele.
war nicht so effektiv. Sag, komm hoch. Ich weiß, dass du das kannst. Naja, vielleicht lassen die mich in Ruhe, wenn ich pennen gehe. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen warten. Ah, habe ich mir gedacht. Dass das in der Luft schweben bleibt. Da unten drunter ist einer. Wie kommt der überhaupt hier rein? Bullshit, sag ich dir. Genau, der hängt da hinten drin. Ah, das hört sich nah an. Ich kann nicht pennen. Die sind zu nah. Okay. So nah sind die jetzt aber auch nicht. Pisst euch mal. Da oben ist ja immer noch der andere Typ. Ja, würden die uns nicht aufhalten, wäre ich jetzt vermutlich schon ein bisschen weiter. Die hätten ja nicht mal die Möglichkeit, uns aufzuhalten, eigentlich. Na, jetzt kann ich pennen. Schon wieder ein Baum hier drin. Coole ist, wir können einfach so machen. Wird der jetzt nicht vollkommen nach komplett oben gezogen? Bam. Der Rest, nur drei Stück. War ja jetzt überhaupt nichts. Ich höre die schon wieder. Kann gut sein, dass durch mein Pennen jetzt die Typen auch hier reingespawnt wurden. Das kann ja durchaus passieren.
finde das einfach cool, dass ich hier einfach nach unten gehen kann, wenn ich das will. Einfach so easy. Zweifel zwar komplett, dass der Typ überhaupt zu sowas hier fähig ist, sowas aufzubauen. Weil ganz ehrlich, sowas machst du selbst als Survival-Künstler überhaupt nicht. Ist dann auch schon irgendwo Bullshit. Weißt du, solche anderen Häuser kann man sich ja vorstellen, dass man das bauen kann. Gut, wie die jetzt zusammenkleben, keine Ahnung. Ich würde es verstehen, wenn du das mit Seilen machen würdest. Aber das wäre dann wahrscheinlich auch viel zu viel. Musst dir mal vorstellen, du baust hier jetzt alles mit Seilen. Weißt du, wie viel Seile du bräuchtest? Da ist schon wieder ein Fisch drin. Noch ein Fisch. Wie viele Federn habe ich jetzt eigentlich mittlerweile? Müsste ich halt auch mal wieder nachgucken. Ja, 33. Alter, was geht denn hier mit dem Wind ab? Der ist gerade so links, rechts, links, rechts, links, rechts. Immer Ohr wechseln. Das hat sich richtig komisch angehört. So, draußen habe ich ja auch noch einen Karren, den ich gleich rüberbringen kann. Boah, ich würde wirklich gern mal mich hier an eine Stelle stellen können. Und dann machen wir ja einmal so ein Bild, wie das hier vorher aussah, bevor ich hier alles hingebaut habe. Und dann nachher, dass man das so richtig durchsieht. Merkt man einfach nur noch die Verwüstung, die ich hier angerichtet habe. Hier ist ja kaum noch was übrig. Müdigkeit setzt hier langsam wieder ein, ey, das ist schon ein bisschen. Da war ich gestern besser drauf, auf jeden Fall. Also gestern in der Session, nicht gestern in der Folge. Weil gestern in der Folge ist immer noch derselbe Tag für mich. Da passt ein 12 rein, ne? Ja. Und ich kann leider nur 11 mit dem Karren da rumtragen. Rumbringen, keine Ahnung. Rumkutschen.
Meine Vorhersage kriegen wir höchstwahrscheinlich, wenn wir es überhaupt fertig kriegen, nächste Folge erst fertig. Problem, was ich damit habe, ich werde es wieder aufnehmen. Nächste Woche. Also nach der nächsten Folge werde ich erst wieder nächste Woche aufnehmen. Oh, wir haben es voll. Was heißt, dass ich dann schon wieder ganz komplett andere Gedanken haben werde. Und mich vielleicht gar nicht so unbedingt daran erinnern werde, dass ich doch vollkommen die Fallen endlich mal aufbauen will. Ja, obwohl, wenn ich es nächste Folge nicht schaffe, hier das Dach fertig zu kriegen, dann werde ich das wahrscheinlich sogar doch machen. Wie viel ist denn das? Ah, das wird aber nächste Folge fertig sein, glaube ich. So wie es gerade aussieht. Guckt euch das mal an, das ist nicht mehr viel. So, sind die Typen noch hier? Ich höre und sehe sie nicht. Heißt natürlich überhaupt nichts bei denen, weil, ja, die kommen eigentlich immer dann, wenn du die da nicht haben willst. Fangen wir ja wahrscheinlich doch in der nächsten Folge schon an mit den Fallen. Kann aber auch gut sein, dass ich das dann nicht tue, weil ich dann wieder aufgehalten werde oder es nachts wird. Und das wird wahrscheinlich beides passieren. Weil bis zur Nacht ist es hier nicht mehr weit. Ich will ja besser am Tag arbeiten, da mir dann weniger passieren kann, da ich dann alles sehen kann automatisch, wenn da einer ankommt oder so. Ich habe dann auch noch den Vorteil, dass ein paar mehr Bäume da sind. Obwohl dort draußen sind eh immer noch, also eh immer noch recht viele Bäume. Oh, naja. Das war einfach noch nicht. Wie viel hat mir dafür noch gefehlt? Da steht's. Zwei? Keine Ahnung. Ah, nächste Folge werden wir das fertig haben. Das kann ich, glaube ich, garantieren. Insofern ihr jetzt nicht das Übermonster schlechthin herkommt. Weißt du, dann, wenn wir hier endlich mal alles voll haben, alle Fallen drumrum, dann ist das hier endlich die Imba Base schlechthin.
sollen die hier noch mal reinkommen. Werden die eh. Ah, naja, ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.